In Allplan bieten Ihnen Paletten viele verschiedene Möglichkeiten, um die tägliche Arbeit zu erleichtern. Diese schauen wir uns nun einmal gemeinsam an. Die Eigenschaftenpalette zeigt alle Informationen über Elemente, die erstellt werden, oder bietet die Möglichkeit, Elemente zu aktivieren und diese zu bearbeiten. Die Assistenten sind eine Sammlung vordefinierter Bauteile. Mit Doppelklick rechts auf das Bauteil wird die Funktion gestartet und alle Einstellungen aus dem Bauteil im Assistenten übernommen. Assistenten können auch selbst erstellt werden, mit Bauteilen und Elementen, die sie häufig benötigen. Die Objektpalette erleichtert das Arbeiten durch eine übersichtliche Auflistung aller Inhalte der angewählten Teilbilder. Dort können temporäre Einstellungen für die Darstellung getroffen werden, leer geändert, Inhalte auf andere Teilbilder verschoben werden und vieles mehr. Die Palette Ebenen bietet eine Übersicht über die im Projekt angelegten Ebenen. Diese können hier auch ergänzt werden, um weitere Ebenen oder Anpassungen vorgenommen werden. Wenn Sie Allplan mit Ihrem BIMplus-Account verbunden haben, bietet Ihnen die Palette Issue Manager die Möglichkeit, Informationen von anderen Projektbearbeitern zu Ihrem Modell einzusehen. So sind Sie immer auf dem aktuellen Stand. Die Palette Bibliothek ist eine Sammlung verschiedener Inhalte. Dort finden Sie zum Beispiel Türen, Fenster, Pflanzen und Möbel. Dieser Bereich kann durch Eigenelemente erweitert werden. Wenn Sie sich bei Allplan Connect registriert haben, können Sie sich hier direkt in Allplan anmelden und haben schnell Zugriff auf den Content unserer Plattform. Mit der Palette Layer können Sie die Sichtbarkeit von Elementen steuern oder die Darstellung Ihrer Teilbildinhalte steuern, indem Sie den Zeichnungstyp wechseln. Diese sind bereits vordefiniert, können aber von Ihnen erweitert oder nach Wunsch angepasst werden. Im nächsten Video erfahren Sie mehr über das Arbeiten in Allplan mit Projekten und Teilbildern.